Und hier kommen wir nun zu einem, ja, kleinen exklusiven Teil aus meiner Sammlung, hinter dem auch eine schöne Geschichte steckt. Das ist hier Josef Buckmann, der berühmte Zwergenbraumeister. Das ist die Warhammer World Exclusive Miniatur. Das heißt, die kann man oder konnte man, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es jetzt ist, nur in der Warhammer World in Nottingham erwerben. Und so habe ich das auch getan. Deshalb ist das natürlich die Miniatur, die ja, einen gewissen nostalgischen Wert hat und natürlich auch einen gewissen Sammleraspekt. Falls jemand weiß, wie das ist, ob es die aktuell noch in der Warhammer World zu kaufen gibt oder vielleicht auch über andere Quellen zu beziehen. Ich weiß, dass man sie auf eBay ab und zu findet. Ja, wie gesagt, ich habe sie aus der Warhammer World und dementsprechend ist es ein kleiner Schatz hier in meiner Sammlung. Ja, gekauft habe ich das bei meinem oder unserem vom, ja, unserer, von unserer Spielgemeinschaft von Kurpfalz Feldherren. Da waren wir mit ein paar Leuten in England und haben einen Hobbytrip gemacht. Der erste seiner Art. Und da waren wir ja, in Mittelengland, Nordmittelengland unterwegs, haben da eine Convention besucht und eben auch Nottingham und waren da bei GW. Ja, da habe ich entsprechend diese Miniatur auch als Andenken mitgenommen. Und der lustige Teil der Anekdote, den wir damals gar nicht so lustig fanden, wir waren eben am letzten Tag vor der Abreise in Nottingham bei GW, haben da eben noch geschaut und eingekauft und sind dann zum Flughafen zurück nach Stansted, wo eigentlich wir hätten unseren Flug erwischen sollen. Und dann kamen wir, ich glaube, 5 Minuten zu spät zum Einchecken. Ryanair war das. Und wir durften nicht mehr rein. Und es war tatsächlich auch der letzte Flug von Ryanair an dem Tag. Der nächste ging erst am nächsten Morgen. Und das Ende vom Lied war, wir haben eine komplette Nacht auf dem Flughafen in London Stansted verbracht. Das ist eine Geschichte, die, glaube ich, keiner von uns je vergessen wird. Und ja, wir haben dann noch überlegt, wer jetzt dran schuld ist. Einer von uns hat sich noch eine Miniatur nachgießen lassen in der Warhammer World und dementsprechend war er dann natürlich potenziell einer der Schuldigen. Aber ja, letztendlich ja, ist es einfach richtig blöd gelaufen. Und ja, wir waren um eine Erfahrung reicher und der Trip wurde dann natürlich nochmal umso teurer, weil wir eben nochmal einen separaten Flug bezahlen mussten, der insgesamt nochmal teurer war als der gesamte Hin- und Rückflug, den wir vorher gebucht hatten. Naja, gut. Die Miniatur selbst finde ich natürlich sehr kultig, ist so dieser alte GW-Zwergenstil und ich habe ihn hier entsprechend auch auf Holzfässern und Bierfässern platziert. Und die Base lässt es erahnen, das ist für Horse of the Things. Ja, diese Miniatur habe ich für meine Horse of the Things Zwergenarmee basiert und er stellt einen Kleriker dar. Das war für mich definitiv die passendste Verwendung, ihn hier als zwergischen Kleriker in Anführungszeichen zu nehmen, weil natürlich nichts so sehr die Kampfmoral erhöht und die Widerstandsfähigkeit gegen Magie wie Buckmanns Bier. Ja, tatsächlich habe ich die Miniatur auch erst in diesem Jahr bemalt, ist noch gar nicht so lange her. War erst vor ein paar Monaten, also jetzt so ich glaube, Ende Sommer. Und ja, ich bin jetzt ganz zufrieden. Also er hat jetzt wirklich lange, lange Zeit unbemalt in meinem Vorrat verbracht. Und jetzt hat er endlich seine Bestimmung gefunden. Das ist ja durchaus öfter so, dass bei mir, vielleicht auch bei euch, Miniaturen lange irgendwie im Vorrat sind und plötzlich hat man den perfekten Verwendungszweck gefunden und so auch hier. Und jetzt hat es der gute Buckmann endlich geschafft,
bei mir A in der Vitrine zu landen, bemalt und B auch einen Einsatzzweck im Spiel zu haben. Das war's von Josef Buckmann und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Prost!